Jo Leute und herzlich willkommen zur Fortnite Fashion Show. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da, teilt das Video mit euren Freunden, checkt die Playlist aus und empfehlt mich weiter. Vielen Dank. Ja, heute zur ersten Folge habe ich mir gedacht, nehme ich meinen ersten Skin mit den Sachen, die ich so hatte. Und zwar ist der Missionsspezialist aus Season 3 Battle Pass. Mit dem Rucksack, der Spitzhacke, dem Kleider hier und der Fallkondition, Kondensstreifen meine ich. Lackierung gab es damals natürlich noch nicht, aber das ist jetzt egal. Und ja, so bin ich tatsächlich herumgelaufen. Das war mein allererster Skin, Spitzhacke und so weiter. Und mal schauen, was die Leute davon halten. Emotes und so habe ich mir auch schon parat gelegt. Genau. Wer nicht weiß, was die Fortnite Fashion Show ist, ja, als erstes muss man sein Skin zeigen, dann mit Skin mit Emotes, Kleider und so weiter und dann müssen die anderen Leute entscheiden, wer den heftigsten Skin hat und so weiter. Ah, es geht auch schon los. Ja, natürlich ist es jetzt keine OP. Kombination, aber mal schauen, was die Leute davon halten. Der ist auch Season 3. Leute, da ist noch einer. Ach, und man muss immer abstimmen, wer den coolsten Skin hat und so weiter. Ja, dann wird man immer so weggekickt, links und rechts. Ja, ich bin schon gespannt, wie ich abschneiden werde. So, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mit dem tanzen. So, oh lol, ich finde den Skin cool. Ah, shit. Ah, jetzt habe ich gepennt, weil ich mit dem getanzt habe. Ja, ich habe einen Punkt verloren, weil ich nicht abgestimmt habe. Ich hatte zwar noch keine Punkte, aber ich glaube, das wird mir abgezogen. Ein Entenskin oder ein Jellyfish, da finde ich den Entenskin cooler. Auch wenn der irgendwie... Ich bin nicht so der Fan von auch diesen pinken Teddybären, weil ich mag den Maskottchen-Style nicht so. So, jetzt volle Konzentration auf... Warum wir hier sind. Ja, der ist halt so klassisch, so. Den sieht man nicht so auf den Wildcard. Da sieht man den Lola-Skin öfters. Nice Axt. So, ich frag mich, wenn ich dran bin. Ah. Ich und Superheldin. Ah, der tanzt die ganze Zeit, bester Kumpel, Ehrenmann. Uff. Die Mord ist zwar noch nicht dran, aber ich glaube, wir haben ganz gut abgeschnitten in der ersten Runde. Spray-Motive. Ich habe auch den Leichen. Dings. Hier. Schon wieder fast gepennt. So. Ich glaube, so OG-Sachen sind nicht mal so übel. Aber ich habe mir schon viele Sachen überlegt. Ja, so austanzen ist nicht cool. Ente oder AFK-Man? Natürlich Ente, weil der AFK ist. Der Typ feiert hier gerade übertrieben. Ah Mist, jetzt hätte ich fast meinen Schirm verraten. Das soll natürlich eine Überraschung bleiben. John Wick rechts und links wieder auf K-Typ. Lol. So. Der will Team machen. Wird lustig, wenn dann der John Wick und der andere Typ, ich weiß gerade nicht, wo der heißt, aber ich habe den auch als Skin
Runde 2 oder wie? Ah, natürlich. Ich habe den Skin auch, den kann ich mal nächste Runde verwenden. Falls ihr Vorschläge habt, gern die Kommentare. Ah, jetzt ist mit Emote, oder wie? Ich habe mir schon was parat gelegt, was zum Astronauten passt. Gut, es wird jetzt vielleicht nicht ganz so gut ankommen bei den Kollegen hier. Mr. Bankrobber. Lol, Bankrobber und John Wick. Mit dem. Oh, ist der Boogie down? Nee. Lol, was habe ich da gehört? Ach Leute, es war ein Tanz. Nee, Breakdown heißt der Tanz. Lol. Ich finde den Wurst-Skin eigentlich nicht so nice. Ach komm, geben wir ihnen einen Gnadenpunkt hier. Wir wollen ja mal nett so sein. Ich hoffe, der merkt sich das, lol. Nee, Spaß. Wir wollen natürlich fair gewinnen. Oder auch nicht. Der Skin. Der hat den Gaggerschritt. Der hat diesen Herztanz. Ach komm. Die sind irgendwie parteiisch. Könnte es sein, dass die zu viert irgendwie drin hocken. So. Man will ja auch, dass die anderen Leute ein gutes Gefühl haben. Oh, jetzt bin ich dran. Ich habe mir den Planeten Groove oh Gott. Nee, ich verpenn's. Ich muss Breakdance nehmen. Ach, Kacke. Ach, ich hab's voll verkackt. Naja. Ich habe mir schon extra die Emotes parat gelegt und dann verkacke ich's. Naja. Lost. Hier, die feiert erstmal eine Runde. Ja, ist jetzt auch wieder gut. Ach ja, Kleider. Atombombe. Und der Kollege hat es leider verkackt. Wie ich gerade eben. So, das sind die Emotes, die ich mir parat gelegt habe. Aber es hat, wie gesagt, nicht geklappt. Erstmal richtig gefailt hier. Naja, es kommt ja auch auf die Skin-Kombo an, aber auch wenn ich das Gefühl habe, viele Leute voten nur wegen Skin. Ja, ich mag den Hotdog-Skin nicht und den Kleider finde ich ein wenig. Naja, das ist zwar klassisch von damals, aber den feiere ich mehr als den Hotdog Burgerschirm. Oh nein. So, let's go. Die werden jetzt bestimmt denken, so was zum Henker. Nice. Erstmal noch den vollen Apfel hin. So. Oh. So, was habt ihr denn für Kleider? Der hat den, der ist schon nice. Na, der hat den Wal. Der ist jetzt relativ oft vertreten. Sorry, Mr. Jellyfish. Hat der eine Tomate auf dem Cape? Das passt jetzt nicht wirklich zum Hühnerskin. Fällt mir jetzt gerade nur so auf. Die da und der da. So, was haben wir denn hier? Der Schirm? Ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, der hat wieder verkackt. Sorry, Dude. Ich hab's leider nicht gesehen oder er hat's verkackt. Kann passieren, aber man muss ja bewerten, was man sieht.
Und was man nicht sieht, kann man nicht bewerten, ne? So, Skins, Emotes, Gliders and Items, also volle Palette hier. Was passt denn zum Astronauten? Jetpack, wo gibt's denn das hier? Oder Boogie Bomb? Boogie Bomb ist auch nice. Ach. Ach kacke, ich habe einen Fehler gemacht, naja. Die Boogie Bomb wird mir nichts bringen. Außer mich selbst zum Tanzen zu bringen, wodurch ich kein Emote einsetzen kann. Naja, egal. Den Wischer habe ich auch irgendwie. Sorry, ich finde den gerade nicht. Oh, hier mal konzentrieren auf die Sachen, ich weiß. Atombombe, Boombox. Klassisch, Boombox ist klassisch. Er hat nichts anscheinend. Naja, gehen wir halt mal zur Bockwurst. Oh Leute, das passt sogar sehr gut. Ja gut, die Runde geht an ihn. Das passt sehr gut. Gut kombiniert. So, erstmal ein wenig zurückgehen, dass ich auch sehe, was sie für Kleider haben. John Wick und... Oh lol, das wird jetzt schwierig. Und die voten schon, obwohl sie nicht mal wissen, was sie haben. Oh lol, da hat das taktische Gewehr auf aus John Wick Update. Ich sag irgendwie voll oft, oh lol. Uff, ich sollte das beheben. Passt zum Skin halt. Und ja, ist halt kacke, wenn Leute keine Stimme kriegen. Jetzt komme ich mit meiner Boogie Bomb voll lost. Schnell ein Emote. Lol, ich hab's verkackt. Naja, was soll's. Zweite Runde wird besser, denke ich. So, gleich werden die besten drei Plätze auf dem Podium erscheinen. Hotdog. Und die zwei, denke ich, hier. Ja. Wo ist denn der beste Kumpel? War irgendwie klar. Ja, trotzdem gutes Spiel. Ah, schade. Ich habe nicht mal gesehen, konnte nicht mal sehen, wie viele Punkte die hatten, aber mit OG-Skins kann man halt mehr punkten und ich glaube, man kann ihn auch mit zu viert spielen. Das ist dann halt auch schon unfair, wenn sich das Team gegenseitig pusht. Ja, ich habe jetzt nicht sonderlich viele Emotes gekauft. Also ich habe größtenteils Battle Pass Emotes. Gut, kann man auch damit arbeiten, aber wenn man halt mehr gekauft hat, kann man damit natürlich noch besser arbeiten. Wie man sieht, die Skin-Kombination ist nicht wirklich sehr beliebt bei den Leuten, kann ich verstehen. Damals als erster Skin und so war es nice, was man hatte. Aber so, seid ehrlich Leute, so würde niemand spielen mit dieser Skin-Kombo. Aber es ist halt lustig zu, oder gut zu wissen, was die Leute davon halten. So, wo die sich denken, so was hat der für eine Kombo und manche feiern es und manche nicht. Und ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr davon denkt. Also, ich muss persönlich sagen, ich würde die Kombo nur tragen, wenn ich mal wieder in die alte Zeit zurück will, aber sonst, nein, ist die Kombo absolut. Man merkt schon, dass ich da nichts anderes hatte, aber das ist jetzt egal. Gut, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, teilt das Video gerne mit euren Freunden, würde mich sehr freuen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Von daher, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao!